Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Thief. Ja, im letzten Part sind wir ja zu Königin der Diebe, ach nicht Diebe, Bettler gegangen hier. Und jetzt sollen wir, was sollen wir denn nochmal machen? Da muss ich mal gucken. Jetzt sollen wir zur Gießerei gehen, aber eigentlich möchte ich ja zu, nicht zur Bank. Ja, oder doch, gehen wir erstmal zur Bank. Würde ich sagen. Muss ich hier unten links gehen? Das hatte ich eigentlich letztes Mal schon genommen, aber nehme ich es halt jetzt mit. Ist ja kein Problem. Guter Fund. So, wo muss ich denn lang? Hier lang. Dann hier lang. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die letzten Parts von Thief fandet. Also meiner Meinung nach ist das Spiel richtig geil. Sonst würde ich es ja auch nicht spielen, ne? Aber ich finde das Spiel so geil. Es hat halt so einen geilen Flair und alles. Und diese Aufmachung und... Oh. Und eigentlich mag ich so Spiele, wo man sich so verstecken muss, eigentlich nicht so. Aber das doch, ja. Ist nett. So, wo muss ich lang? Da. Oder kann ich einfach durch seine Hütte gehen? Nee, okay. Aber was ruckelt das denn hier so? Das war doch letztens nicht. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. Und erstmal muss dieser lange Ladebalken da sein. So, Map. Wo muss ich denn hin? Erstmal klaue ich hier das Ding. Ein schönes Stück. Was ist denn mit meinen FPS los? Da hinten muss ich hin. Dann muss ich erstmal da hoch. Mann, diese Ruckler, ne? Die regen mich gerade echt auf. So, wo gehe ich denn mal lang? Ich gehe dann hier lang. Dann hier. Gehe ich hier hoch, ne? Sammel das erstmal ein. Dann gehe ich... Okay, warte, ich habe gefailt. Ich sagte doch, du kannst nicht zurückkommen. Ich kann doch sonst nirgends hin. Nirgends? Was? Hat die Wache das Kreuz an deine Tür gemalt? Ja, und ich bin kein Schwermütiger, aber es ist sinnlos, denen das zu sagen. Ich will da rein. Ich muss irgendwie auf die Dächer kommen. Aber irgendwie spackt mein PC gerade etwas rum. Ah. Oh. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Da hinten liegt noch was, das habe ich gerade mal so entdeckt. Aua. Da unten sind Wachen. Ich muss mal ganz kurz gucken, warum das so laggt. So, da bin ich wieder und ich hoffe, jetzt läuft es etwas besser. Weil das ging ja gerade gar nicht. Okay, nein, läuft es nicht. Aber... Naja.
Kann nichts machen. Auf jeden Fall lief es letztens besser. Da hat es gar nicht geruckelt. Okay, so, direkt meines. 10 North Crests hatten wir schon. 10! Aber der hier. Gucken, wie ich da hinkomme. An der Schwermut ist er nicht schuld. Oh, aber seine Wache sind Verbrecher in Uniform. Ich weiß es nicht. Er scheint aber an das zu glauben, was er getan hat. Herrschen erfordert eine feste Hand. Er wollte die Dinge Türen. Verbessern. Ha, von wegen verbessern. Er und seine feste Hand haben. Geh runter. Seit einem Jahr nicht überschritten. Die Malerin gesagt, hat eine Woche im Schandstock gekriegt. Frag sie selbst. Toll, und ich sieg hier so rum. Und die beachten mich im Prinzip gar nicht. Toll. Wo komme ich denn hier hin? Ja, lol. Geheimraum. Oi, 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 das hat mich erschrocken. Was gibt's fürs dritte Vergehen? Den Strick. Ich dachte, dafür erstmal ausschalten, was da war. Einsperren. Da. Schwermütige in unseren Zellen. Toll. Muss ich mir merken. Hier kann ich leider noch nichts machen, auch wenn ich gerne würde. Doch irgendwie. Dafür wird man eingesperrt. Einsperren? Schwermütige in unseren Zellen. Großartige Idee. Ah, okay. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Sie ist positiv. Jetzt verhungern wir wenigstens bei Licht. Dann gehen wir mal da rein, ne? Ich hoffe mal, da ist jetzt gerade niemand. Und, komm, komm, komm. Ja, ja, und. Ja, ja offen. So. Oh, ich hab Glück. Mal hier Fokus aktivieren und erstmal nochmal was essen. So, hier ist niemand, hier ist auch nichts. Dieses Buch wird mein großer Durchbruch. Ich spüre es. Aber wer, mein Freund, ist bereit, eine hier ist noch was. Des Lebens eines gemeinen Diebes zu veröffentlichen. Clock Tower Book Binders. Okay, hier ist nichts. Was ist denn? Goldwaage. Da oben ist noch was, da ist noch was. Ah, da ist ja doch noch was. Nahrung. Haben wir hier noch was? Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist. Das haben wir noch. Gucken wir mal in die Schubladen. Da ist bestimmt auch was. Ja, natürlich. Und? Ah. Dann noch das. Und dann gehen wir hier auch schon wieder. Ich finde doof, dass man das von innen dann wieder auch wieder aufbrechen muss. Okay, man muss das so machen. So, wo gehe ich denn hin? Das mal hier hoch. Hier war ich doch schon mal. Gut, dass ich die Karte habe, aber ich muss mal kurz den Journal öffnen. Ziele, was ist denn hier im nächsten? Ich frage mich, wie ich da überall hinkomme. Ich versuche mal hier Thick Willy. Thick Willy. Muss ich hier lang? Nee, kann ich. Ui. Da unten geht's. Ah, hier unten kann ich doch lang, oder? Ich hoffe, ich komme auch gleich wieder hoch. Wäre echt toll. Wow. Ja, super. Kann man die überall dran schießen?
Ah. Das ist doch schon mal was Feines hier. Jetzt kommen wir auch mal da hoch. Höher aber nicht. Oh, dann hoffen wir mal, dass da nichts drin ist. Also niemand. Ist hier auch wieder eine Falle. Nein, zum Glück nicht. Noch ein Brieföffner. Irgendwie hat ja auch jeder Brieföffner. Ich dachte, das ist wieder einer. Gucken. Oh, das ist doch schon wieder etwas härter. Aber für mich Meisterdieb. Oh, scheiße, hätte ich nichts gesagt. Ist das doch easy. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Trockenfleisch. Ist hier noch was? Nope. Und ich bin tot. Das ist doch so ein Lappen. Mann. Wie schnell stirbt der denn? Wo bin ich jetzt? Hä? Ach hier. Oh nö. Ich glaube, ich gehe erstmal dahin. Ich muss nur gucken, wie ich da hinkomme. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Hey, halt! Jetzt im Namen der Wache des Barons! Ja. Scheiße, Mann. So, schlagen wir den auch noch K.O. Das war jetzt irgendwie Fail. Aber ging nicht anders. Vor allem habe ich ein paar Pfeile verschossen. Das war auch nicht so nice. Aber egal, egal. Habe ich hier so komisch wenig FPS? Das war gestern nicht. Dann brechen wir mal in die Bank ein, würde ich mal sagen. Ich will mal gucken, wie wir hier reinkommen. Hier drüber auf jeden Fall nicht. Komm. Ich muss den K.O. schlagen. So, da ist doch direkt auch schon der nächste. Da ist auch ein Balken. An den ich schon mal einen Seilpfeil schießen kann. So, dann hängt der da schon mal. Wie weit kann der denn werfen? Das habe ich gehört. Wachen! Hier ist jemand! Vielleicht wäre der Tod eine Gnade. Spackt der hier rum? Wasserpfeile, was passiert, wenn ich den damit abschieße? Okay, das geht natürlich auch. Dass er instant stirbt.
Tja. Das war dann wohl leider der Typ, ne? Hauptsache, da ist alles hier. Da. Hier komme ich doch in die Bank. Oder was das hier ist. Ich schätze mal, dass das die Bank ist. Oder? Wo komme ich hier hin? Okay, ich komme rein. Wie fail ist das denn? Ich glaube, mit dem Buch kann ich was machen. Die Glocke. Da hinten ist noch was. Hier ist noch ein Schalter hinter den Büchern. Könnt ihr wie immer selber lesen. Knacken wir mal die Kasse. So. Und holen uns 5 Gold. Dann drücken wir mal den Schalter hier. Was passiert jetzt? Ich habe erstmal eine neue Karte. Okay. Voilà, die Geheimtür. Wo? Achso, oh. Hehe. Was mache ich denn hier? Ist da eh niemand? Warum sollte ich die Kerzen ausmachen? Das sieht besser überhaupt nicht ähnlich. Achso, das ist das Manuskript. Er trug es immer wie sein billiges Parfüm. Dick aufgetragen. Und dann hau ich mal wieder ab. Und mach die nächsten Aufträge. Hoffe ich. Wenn ich weiß, wie ich da hinkomme jetzt. So, direkt hier ist doch einer. Da oben im Fenster, dann werde ich den nochmal machen. Und Sprung! Ich glaube, da ist... Ich hoffe, da ist keiner, wie immer. Und Fenster, öffne dich. Oi, oi, oi. Das Stadthaus der jungen Dame. Halt's Mund. Junge. Sei halt noch lauter. Oh, komm, komm, komm. Hä? Da. So, mal gucken, was die so da drin versteckt. Wow, ein Füller. Für 10 Gold. Was zur Hölle? Von wo kam der denn? Damit habe ich voll nicht gerechnet, Mann. Mich richtig erschrocken. Was hat die denn hier noch so in ihrem Schrank? Fokus war G, ne? Ja. Hier noch was? Nein. Oh. Kann ich den Bilderrahmen da klauen? Ach nee, das Buch. Miss Scarlets Tagebuch. Na, vielleicht lese ich die irgendwann mal vor. Mal gucken. Aber jetzt räume ich erstmal die Bude aus. Hier noch ein Wächter? Sieht nicht so aus. Meine Güte. Ich habe doch da direkt hinterm Bildschirm was gesehen. Oh, schon wieder ein Schloss. Ist auch alles abgeschlossen. So, so und zack. Ist doch immer leicht.
Ein Flachmann in der Schublade versteckt, in einem Frauenhaus. Bei denen läuft. Das ist mal ein Trinken. Achso, das sind Wurfobjekte, okay. Aber ich glaube, die bringen mir hier nicht besonders viel. Kurz im Schrank mal eben speichern. Das Feuer könnte ich jetzt ausschießen, nur es jetzt bringt mir jetzt auch nichts mehr. Nehmen wir nochmal das. Oh. Gucken wir mal. Die erröteten Blumenblätter zeigen die Schüchternheit des Schenken oder seinen peinlichen berührten Ekel. Okay. Pack weg die Scheiße. Ein Brieföffner. Und in der letzten Schublade ist nichts. Dann räumen wir nochmal hier das Teegeschirr ab, Teebesteck. Und gucken hinter das Bild. Mein Mauspad ist echt zu klein. Es geht nicht höher. Mann. Wo ist denn der? Da ist er. Der nächste ist. Da. Was befindet. Oh nein. War hier vielleicht irgendwas? Miss Scarlets Tagebuch. F. Das ist ja auch das Bild. Das macht mir mega Angst, Mann. Ist hier noch irgendwas? Kerze, Schrank. Spiegel. Nein, hier ist nichts. Titten. Woher weiß ich dann jetzt das Dingens? Die Kombination. Ich guck noch mal kurz. Vielleicht hier. Nein. Dokumente, Kapitelrückblick. Ne, das brauche ich nicht. Kleinprodukt, Stone Market. Register des Buchbinders. 12, 14, 19, 22. Aber ich brauche doch keine 4, oder? Ne, und das, der Buchbinder hat ja auch mit der nichts zu tun. Das ist auch irgendwas anderes. Wieder ein Anwälter. Mein Vater zwingt mich, die Verführerin zu spielen, während er jedes dumme Präsent für mich in seinen Tresor verstaubt. Er glaubt, dass er mich benutzt, aber der irrt sich. Ich habe mich letzte Nacht im Schrank versteckt, ihn beim Öffnen des Tresors beobachtet und die Kombination ins Holz geritzt. Jetzt muss ich den alten Mistkerl nur noch ausschalten. Okay. Schrank, da, Schrank. Wie gucke ich da rein? Ach so. In welchem Schrank? Soll das denn bitte sein? Schrank. Das ist doch dann der. Oder nicht? Ach da. 824. Ah, sieht man so schlecht. Acht, zwei, vier. Ah, war richtig, gut. Was haben wir da? Ein Spiegel. Ich mag keine Spiegel. Ich bleib lieber unsichtbar. Und eine Geldbörse. Und los, direkt die nächste Mission. Und durch das Fenster gehen wir jetzt wieder raus. Und. Ach, jetzt sind wir bei dem Fenster. Ich muss mal hier kurz gucken. Da, okay. Ich halte mich mal unten. Hier lang, dann hier lang. Er ist ja eh alles kaputt. Dann hier lang. Die Bäckerei hat plötzlich zugemacht.
Ja, das Brot war schimmelig, aber es war immerhin Brot. Wusstest du das nicht? Aufschrauben? Vielleicht ist ja hier auch noch was. Voll der coole Schraubenzieher. Schraubendreher, tut mir leid. Gucken wir mal, was hier... Wow. Ja, nee, nee. Das bringt mir ja nichts. Okay, das bringt mir doch was. Geh da rein, schnell. Ui, das war knapp. Toll. Oder ist hier... Hä? Ach so. Bin ich jetzt ganz woanders, als ich dachte? Ah. Okay. Ich bin jetzt in irgendeinem Haus. So kann man natürlich auch hier reinkommen. Aber als ob hier nur das wäre, wenn ich schon in so ein verstecktes Haus komme. Okay, hier ist nur das. Super. Nee, dafür knacke ich nicht das Schloss, dafür gehe ich einfach hier raus. Aber, wo ich gerade schon mal hier drin hocke, werde ich mich mal verabschieden und ich hoffe, ihr habt, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, damit wünsche ich euch noch viel Spaß und tschüss.